Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Gebauer, gerade Ihr letzter Satz hat ja ganz klar gezeigt, dass diese Aktuelle Stunde überhaupt nichts mit Wahlkampf zu tun hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich das so anschaut, jetzt reden hier mal schwerpunktmäßig die Schulpolitiker und nicht die sonst ja regelmäßig zusammentreffende parlamentarische Freundschaftsgruppe Breitband über dieses Thema. Und man muss trotzdem sagen, für mich ist die Konsequenz, lieber einmal 50 Mbit ausbauen, als 50 Mal ein und derselbe CDU-FDP-Antrag. Und lieber Kollege Kaiser, Sie haben es ja nicht hingekriegt, ein einziges konkretes Beispiel hier eben in Ihrer Rede zu benennen, wo das so zutrifft, wie Sie es hier als Vorwürfe adressieren. Das ist doch das, was wir immer sagen, das alte Gerede davon, dass alles schlecht ist, dass alles schlimmer wird. Und wenn man sich das so anguckt, wenn man sich das so anhört, was Sie gesagt haben, Herr Kaiser, was Sie gesagt haben, Frau Gebauer, dann haben wir ja förmlich Glück, dass nicht der Minister mit einer großen Schere durchs Land läuft und die Kabel durchschneidet. Das ist das Szenario, was Sie hier beschworen haben. Der Skandal, den Sie suchen, den gibt es so nicht. Nordrhein-Westfalen ist Spitzenreiter der Flächenländer bei der Breitbandversorgung. Nordrhein-Westfalen investiert bis 2018 eine halbe Milliarde in den Breitbandausbau. Wir haben gestern hier unsere 5G-Initiative auf den Weg gebracht, und wir tun jede Menge für die digitale Bildung, weil digitale Bildung nicht nur Breitbandversorgung ist, sondern weil es um neue Konzepte geht, weil es um Innovation geht. Darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben damit auch nicht gestern angefangen. Wir haben seit 2010 mit dem Medienpass beispielsweise ein Konzept, was wir hier im Land fahren für digitale Bildung, was wir fahren für Medienkompetenz im digitalen Zeitalter. Wir haben das, das ist bundesweit anerkannt, das ist vielfach ausgezeichnet. Wir haben das Leitbild Lernen im digitalen Wandel auf den Weg gebracht. Wir haben Ende letzten Jahres noch die Vereinbarung von Land und Kommunen für die Breitbandversorgung von Schulen auf den Weg gebracht, weil wir die Ausstattung der Schulen Stück für Stück verbessern wollen. Und die Strategien, die Herr Kaiser eben eingefordert hat, diese Strategie, die liegt längst vor. Wenn Sie die nicht zur Kenntnis genommen haben, wir können sie Ihnen gerne rüberschicken. So, der Skandal im Land, den Sie so gerne finden würden und suchen, den gibt es nicht. Schauen wir uns mal an, was es noch gibt. Die Kollegin hat es eben angesprochen. Wo sind denn die 5 Milliarden von Frau Wanka? Wo sind sie denn? Sie hat angekündigt, das kommt dann irgendwann zum nationalen IT-Gipfel, da kam dann nichts. Wird es diese 5 Milliarden von Frau Wanka jemals geben? Ich bin da sehr gespannt. Und Herr Kaiser, warum haben Sie eben eigentlich nichts dazu gesagt? Warum haben Sie eben eigentlich nichts dazu gesagt, wie das Scoring-Modell in den Programmen von Herrn Dobrindt strukturiert ist? Warum Herr Dobrindt ein Scoring-Modell gebaut hat, das uns hier in Nordrhein-Westfalen benachteiligt? Die Schulen liegen eben nicht, so wie Sie das unterstellt haben, irgendwo draußen auf der Wiese oder irgendwo draußen im Industriegebiet, sondern sie liegen in den Bereichen, die schon gut versorgt sind in der Regel. Und deshalb ist dieses Scoring-Modell im Bundesförderprogramm eben nachteilig für Nordrhein-Westfalen. Das ist die Realität, die Sie an dieser Stelle völlig ausblenden. So, wir machen es besser. Wir machen es besser, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gute Schule 2020, mit Ihrer Kritik an Gute Schule 2020 sind Sie doch vollkommen außerhalb jeder Realität vor Ort. Die Kommunen freuen sich über 2 Milliarden für die Ausstattung und für die Sanierung von Schulen. Und das ist nicht das Teufelszeug, was Sie hier immer wieder erzählen. Es geht da natürlich, weil es auch der gesetzliche Rahmen für Förderung durch die NRW-Bank nun mal genauso vorsieht, geht es da vor allem um den Anschluss innerhalb der Schulgrundstücke, ja, aber natürlich haben wir auch ein umfangreiches Programm für den sonstigen, für den weiteren Ausbau in der Fläche beim Breitband vorgenommen. Wir haben nicht nur die halbe Milliarde an Fördermitteln, wir haben auch Breitbandkoordinatoren eingesetzt, die wir fördern auf Kreisebene. Wir unterstützen die Entwicklung von Breitbandkonzepten auf der kommunalen Ebene, weil der Ausbau in den Gemeinden eben Stück für Stück ineinandergreifen muss. Und deshalb
finde ich auch noch mal ganz besonders wichtig zu betonen bei Gute Schule 2020, dass es da eben gerade für die kleinen Gemeinden auch noch weitere Unterstützung gibt für professionelle Ausgangsanalysen. Wie ist die Lage? Welches Förderprogramm können wir nutzen, damit wir eben alle Schulen versorgt kriegen, so wie wir das haben wollen? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nicht nur das gemacht, wir haben die Zahl der Medienberater vor Ort verdoppelt. Und wir haben eine Glasfaserstrategie aufgelegt, wo das eben nicht so ist wie bei Frau Wanka und bei Herrn Dobrindt, dass die Versorgung von Schulen irgendwo unter ferner Liefen läuft, sondern wo die Versorgung von Schulen ganz konkret als Ziel benannt ist, wo sie ganz konkret als strategisches Ziel drinsteht und auch als solches dann angenommen wird. Und wir haben im letzten Jahr von der Landesregierung vorgelegt bekommen, Leitbild Lernen im digitalen Wandel mit einem umfassenden Fortbildungsprogramm für Lernmittel- und Medienberatung, mit einer Verankerung auch im letzten Jahr des Themas digitale Kompetenzen im Lehrerausbildungsgesetz, Schwerpunkt für Medienpädagogik und Medienkompetenz. Wir haben die digitalen Themen inzwischen in allen Bildungsgängen, Schulstufen und Fächern verankert. Und wir haben auch mit dem Leitbild uns auf den Weg gemacht, informatorische Grundkenntnisse in alle Fächer zu integrieren. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, der ganzheitliche Ansatz, den wir brauchen. Denn was wir hier erleben von Ihnen, das gilt sowohl für die CDU, das gilt sowohl als auch für die FDP. Sie tun immer so, als sei die Gestaltung des digitalen Wandels ausschließlich die Versorgung mit Breitband. Und das ist eben nicht so. Das ist komplett unterkomplex, wie Sie mit dieser Aufgabe umgehen wollen, die, und das eint uns natürlich, eine Generationenaufgabe ist. Aber für Sie ist es ausschließlich die Frage von Infrastruktur. Für uns ist es viel mehr. Für uns ist es Infrastruktur. Für uns ist es E-Government. Für uns ist es der Anschluss, die Ausstattung von Schulen. Für uns ist es Medienkompetenz. Und für uns ist das die Vermittlung von digitalen Kompetenzen in wirklich allen Bereichen, die wir in diesem Land bearbeiten. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mir so zugehört haben, und ich danke allen, die an dieser Aufgabe mitwirken. Vielen Dank. Applaus